Hello there, my man. Is your boss in? Ah, he's in his office. It's the door near the female statue in the corner of the workshop. Fresh scratches. There were two large boxes. A drawing of Takunuman. No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. So, sonst noch hier? Ein Ticker, okay. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. Das ist interessant. A furnace for melting metal. Da ist das Office. Apparently, Marley has built multiple statues of Takunuman. Ja, richtig so, ne? Warum wolltest du nur eine bauen? Hello, sir. Hello there, my man. Is your boss in? Sorry, I'm too busy to chat. Oh, ich habe keine Zeit zum Plaudern. Ich mache lieber meine Gesundheit kaputt, indem ich hier arbeite. Noch mehr Kratzer. Something large and heavy was dragged here. Two large boxes, which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Takunuman's statue. Könnte sein. Schauen wir uns mal an. Mr. Holmes, you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here? Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Huh. Reassuring. So. Checken wir uns nicht mal an. Was hast du denn da überall? Schmutz auf jeden Fall. Nachlässig. Ist ja auch egal. Ganz viel Schmuck. Schutzamulette. Bist du abergläubisch? Lederflügel. Sich häufig. Okay. Öl verschmiert. Ölgeruch. Okay. Kurzsichtig. Feinarbeiten. Kurzsichtig. Ich habe mir eher durch Feinarbeiten zu sein. Unfällig, komplizierte Arbeit. Arbeit mit groben Gegenständen. Ich bin zufrieden. Benrad Murray ist noch nicht ganz 45 Jahre alt. Er besitzt eine Gießerei und ist Mitglied des Archäologie-Clubs. Er ist nachlässig und lebt höchstwahrscheinlich alleine. Murray ist ein abergläubischer Mensch, was an den Schutzamuletten zu erkennen ist, die er trägt. Es ist offensichtlich, dass er viel Zeit am Schreibtisch verbringt und mit scharfen Gegenständen und Schmieröl arbeitet. Seine Arbeit erfordert eine hohe Konzentration. Er benötigt seine Brille für Feinarbeiten. Zacharias. Did you know Zacharias Greystoke, the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Auf dem Bild. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. He was struck down by a terrible disease. You were friends? Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. Expedition. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Takunuman. Another one of Charles's stupid ideas. We found it, but there was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Takunuman's emanation. We could all feel it. Albeit's disease worsened suddenly, there was nothing we could do. And now, with Zacharias's death, the curse has reawakened. After 14 years. Prophecies are timeless. Even in the beyond, there is no escape. Prophezeiung. Did Zacharias believe in the prophecy? It is not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that we could stop the curse by studying the calendar. What insanity! He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the award ceremony. But you didn't go.
I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekkun Uman is far too powerful. Charles. Your relationship with Charles Yellingham is... Not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. That would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. It's also the reason for his disastrous management. But he still succeeds in finding money. I wonder how. Weil er Sachen verkauft. What's your opinion on Tekkun Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Stopp. Schlüssel, Fotografie, Durchsuchungsbefehl, Statuenherstellung, Maya-Kalender. But in fact you do. You made the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No! It's Tekkun Uman. But who could imagine that a simple statue replica would be chosen by Tekkun Uman? Nobody. I have to leave you now. I've got paperwork to do. And we've spoken too much. He could hear us. Tekkun Uman. Well, goodbye then. Vielleicht war's auch Cthulhu. Marley is hiding something inside his office. I'll have to visit it, but at night, and with Watson. Watson, my boy. Was? Hab ich irgendwas? Tempel wurde nicht betreten. Expedition, der Tempel wurde... Okay, dann nicht. Dann sehe ich da keine Verbindung. So. Was hätten wir noch? Habe ich irgendwelche Hinweise noch? Irgendwas, was ich untersuchen muss? Goldene Statue. Im Club gab es auch nichts mehr. Brechen Sie nachts mit Trotzen das Büro ein? Muss ich wahrscheinlich erst nach Hause und Trotzen suchen. Vielleicht hat der irgendwas rausgefunden in den Krankenhäusern. Vielleicht hat der liebe Watson ja was rausgefunden. So. Oh, oh. Caitlin's up his house, is playing the piano, she disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, oh, Watson. Kann ich ihn aufmachen? Brief analysieren. I can't help myself. I must open this letter. It would be easier to open this letter if I steam it. Let's prepare. Boil water in kettle. Da, 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 da. I need to open it. Alice, du hast es also getan. Du bist direkt neben ihm eingezogen. Das ist mutig. Er wird dich faszinieren, aber sei dennoch auf der Hut vor ihm. Ich schreibe dir, um dir mitzuteilen, dass ich das Boot deines Vaters gefunden habe. Es ist zwar ziemlich beschädigt, aber noch fahrtauglich. Du kannst es benutzen, wenn du willst. Du solltest wissen, dass dein Vater wie dein Bruder für mich war. Ach, wie ein Bruder für mich war. Wenn es etwas gibt, irgendwas, womit ich dir helfen kann, lass es mich bitte wissen. Ganz gleich was, egal welches Risiko damit verbunden sein mag. Miss Alice plant to live here because of me. I need to have a talk with her as soon as possible.
Let's reset. I need something to apply the glue. Das ist klarer, das ist aus wie Wasser. That's it. Perfect. Don't stop playing, Kate. I'm going to take some air on the balcony for a few minutes. I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. Dünne Wände, ne? How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frighten me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice! Come back in! I can do it! See? You're wonderful! I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets, or for her to be unhappy. I have to go inside now. Who are you? Sherlock, nee. Watson, ich habe eine Aufgabe für dich. Ah, Holmes, I entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him. But you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Na gut. Ich habe alle Hände voll zu tun. Ich komme hier nicht zur Ruhe. Alle gehen nur gegen mich. Habe ich Arztkleidung? Sehen sogar Arzt. Ärzte tragen Hüte, ne? Nee. Ärzte tragen Brillen. Holmes, we have to go to the hospital. Holmes, we have to go to the hospital. Ja, ich bin doch auch nicht so wie ein Arzt, oder nicht? Ist das nicht richtig? Seelsorger? So. Holmes, we have to go to the hospital. Ich bin jetzt gerade ein bisschen confused. Achso, ich kann einfach so darüber, okay. This suit isn't appropriate for where we're going. Also war es doch die Arztkleidung. Sag das doch. Manometer. Also hatte ich doch recht. Manometer, Watson. Kannst dich auch nicht entscheiden, was du möchtest. So, die ist also auch böse. Die möchte irgendwas zumindest. Also die verpresst mich. Hello. Oh, Dr. Watson, may I help you? Hello, Baird. My colleague and I are here to see Mr. Byron. Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. You'll find him in a cubicle on the window side. Sehr gut. Zeig mal, was haben wir denn? Patients visit this department for treatment and then return home. Trotz ihrer komischen Erkrankung dürfen die wieder nach Hause gehen. Ist aber verdächtig. This should be the right place. Da habe ich doch irgendwas übersehen. Patients. Department of Tropical Diseases. This should be the right place. Yes. Our man might be here. Ganz hinten hat er gesagt. Das war hier sonst noch so. Aber den Teil scheint die nicht mehr zu verfolgen, einfach so. That isn't our man. Im ersten Teil ist Watson immer direkt hinterher gelaufen, ne? Mr. Byron? More doctors? Please, I just received my treatment. I need to rest a while before I leave.
Du hast deinen Arm verloren. Wo ist der hin? Medizinisch erkranktes Auge. Warnketten, Krankheitsspuren. Warnketten sieht mir erst aus. Könnte sein. Könnte auch durch die Krankheit kommen. Noch mehr. Warnketten. Dann passt das eindeutig besser. Hübschung hoch. Poi. Bisschen junky. Schmottige Schuhe. Spuren vom Musch. Die Marken. Die fehlt auf jeden Fall ein Arm. Warnketten. Durch Krankheit. Zeig mir die Marke mal. Du siehst natürlich mitgenommen aus, aber das könnte halt eine Halsschelle sein. Durch welche Krankheit können solche... Ich lasse das so. Ich glaube, du warst in Ketten. Albert ist etwa 45 Jahre alt. Er ist ein Archäologe und ein ehemaliges Mitglied des Archäologie-Clubs. Die anderen Clubmitglieder glauben, dass er verstorben sei. Während der Expedition nach Südamerika erkrankte Albert und verlor dabei ein Auge. Seinen Arm hatte er vor vielen Jahren unter unbekannten Umständen verloren. Er ist drogenabhängig und besucht regelmäßig eine Opiumhöhle in der Nähe eines gedrängten Markts. Er weist Kettenspuren am Körper auf. We would like to ask you some questions about an expedition that took place 14 years ago. An expedition? What? What expedition? You're wrong. I've never left London. Entschuldigen Sie. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Tekuna man! Dr. Baird! Come here quickly, I don't feel well! What on earth is going on? Please, calm down! I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. You can wait here. Toll, Watson. Hast du gut gemacht. Hast du gute Möglichkeiten. Dein Auto sieht aber auch gut aus, Watson. Muss ich echt sagen. What should we do next, Holmes? Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. Und zwar... He recently purchased Chinese tobacco. This address is almost invisible. Stadt für Pische Krankheit. Okay. An Mr. Biro, Adresse Ox Street 21D. Mr. Biro, Dr. Braun bestätigt gerne Ihren Termin am 25. November. Bitte versuchen Sie, möglichst früh am Morgen da zu sein. Dr. Baird, Station für tropische Krankheiten. Okay. A man passed by a circus. So, und dementsprechend können wir jetzt wissen, wo der wohnt. You're still here. Natürlich. Obviously, we're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Sollte ich sie vorbeibringen? Holmes, it seems that Albeit has escaped. Obviously. And he knows that we are aware of his true identity. Quickly. I know how to find him. Wissen wir? Wait, da war noch was, oder? Mr. Byron is due for a consultation with Dr. Brunt. Okay, dann wollen wir mal. Dass das jetzt alles mal so steht, ist ein bisschen... Oh nein, ich hab mich verklickt! Ich hab mich verklickt. Toll gemacht, Watson. Woher weiß ich denn, wo wir ihn finden können? Er ist an einem Zirkus. Wait, what? Woher soll ich das denn wissen? So. Did you find Albeit's house on the map? Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. Kann ich das? We know that Albeit paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus. He also purchased some Chinese tobacco. Let's find a place in London where all four elements are close together. Oh,
Okay, das ist ja cool. So, Opiumhöhle. Das sieht doch gut aus, oder nicht? Weil das sind zwei Märkte. Ja, das passt. Now we need to find a street name ending in OOK. OOK. Das sieht voll cool aus. OOK. OOK. Wo soll ich das denn wissen? Ich weiß gar nicht, bestätigt einfach draufklicken. Here it is. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Hat er Burg. Sehr gut. Krankenhaus Albertshaus. Albeit's. What is this? War ziemlich wohlhabend. What should we do next, Holmes? Help! Do you hear that? Quick, we have to open this door. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Was macht er denn da? Beweg dich da mal schneller. Please help! No, please help! Help! Ich bin ja gleich da. Ich sehe nicht. Danke. Also. This table could serve as cover. This table could serve as cover. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Für sowas habe ich doch gar nicht richtig Klamotten dabei. Aber wie mache ich das denn? This table could serve as cover. Ja, und wie mache ich das? Was ist denn bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt Buggy? Hallo? Das ist jetzt ernst, oder? Warum bin ich denn hier so stuck? Wo bist du eigentlich, Watson? Toll. Hoffentlich stößt es mich nicht zu weit zurück, wenn ich jetzt ins Hauptmenü gehe. Das wäre nämlich echt ätzend. Okay, sehr gut. Ach nee, ich muss ja noch wieder einschlagen, die Scheiße. You hit. Help!
wieder dabei. Ich bin ja dabei. Ah, der Wand wird extra geschlossen. So, bitte lass es jetzt nicht wieder rumbangen. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. This table could serve as cover. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. Setz, bin ich jetzt Watson? Ach so. Hä? Ich hab da auf den geschossen. Wo soll ich denn aufschießen? Wo muss ich denn draufballern? Scheinbar habe ich genau. What's to cover me? Aber einen guten Winkel wieder runterschießen, muss ich schon zugeben. Ich da nicht runterschießen. Watson, come here. He's behind the screen. Jetzt abgehauen? Eine Sauerei. Our assailant escaped using this rope. Da passt doch gar nicht durch. Our attacker escaped through this skylight. Das ist doch viel zu klein. Da passt doch kein Mensch durch. Wo ist denn unser Typ hin? Was ist das denn eigentlich für eine krasse Hütte, Alter? Calm down. It's over now. It's gone. You? Oh. But why are you here? You're not doctors, are you? No. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? You were a member at Charles Yellingham's club. Yes, I was. Was ist passiert? Can you tell us what happened here? After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and felt an evil presence in the room. An evil presence? Okay. Never mind. It's probably the fever. Schlüssel für Clubfluch. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. I saw its shadow. I believed that it was searching for me, that it wanted to kill me. It was horrible. As in Zacharias's murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of it. I must examine your residence. It may hold some clues. Tell us about your expedition to Guatemala 14 years ago. It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me there.
I can't remember how. I only have flashes of memory. But by some miracle, I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time. But at last, I managed to return to London. Falscher Name. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career. And my very life as I'd known it. I changed my name and my address. Now I'm weak and useless and alone. I'm a walking dead man. Not for long. Perhaps this was it. It was my curse to fade away little by little. Tekun Uman's revenge. Zacharias. You are aware of Zacharias's murder, are you not? Yes, and quite aptly I read that he was killed with a spear. Aptly? Well, he practiced archaeology almost as though it were a sport, seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died, him being the prey. And who would have been the hunter? Tekun Uman? Whoever, whatever. It'll soon be over for me at any rate. Verschlossene Tür. There's a locked door on the first floor. May I have the key for it? All right, but there's nothing interesting inside. Well, thank you again for saving me. A statue was once here. Now it's missing. It appears that the missing statue may have escaped via the window in the roof. The Iron Man. Die Statue ist aber zu klein. The surface is damaged. Bei so einer großen Statue wird das ja schon auch fallen, wenn du reinkommst und die anders aussieht. Bei der anderen hätte ich gesagt, das könnte vielleicht hinhauen, wenn es dunkel ist und alles. Hier lag der auf dem Sofa. Erinnere nicht, wobei du kommst hier die Treppe hoch und siehst, achtest ja direkt da drauf eigentlich. What should we do next, Holmes? Du kommst hier hoch und dann siehst du das ja. Aus, das ist ein Lilliputaner.